wieder ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal Universal Scooter. Und viele Leute haben gefragt, ob ich mal den Drive-Flip erklären kann. Und heute mache ich dann mal ein Drive-Flip-Tutorial und versuche euch den Drive-Flip zu erklären, sodass ihr ihn nach dem Video gut könnt oder ja, geschafft habt sozusagen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der Bewegung. So, die Bewegung ist sozusagen das Schwierigste am Drive-Flip. Wenn ihr die Bewegung könnt, habt ihr schon 80% des Drive-Flip mindestens und müsst ihn dann nur noch an der Rampe machen und genau, dann habt ihr ihn auch schon. Und die Bewegung ist so ein bisschen komisch, weil man muss die Bar, wenn man den Drive-Flip in 180 machen will, dreht man die Bar 90 Grad ein und zieht den Drive-Flip sozusagen über den Kopf, über die linke Schulter, wenn man sich halt nach links dreht, den 180, über die linke Schulter und dann kommt er sozusagen von der Seite. Für die, die links vorne stehen, die drehen ihn natürlich anders. Genau das gleiche. Und man dreht ihn in die 180 Richtung, wo man ihn auch macht. Wenn man ihn aber geradeaus macht, also straight, dreht man die Bar ein bisschen weiter ein und zieht ihn dann mehr so von rechts nach links oder halt für die, die links vorne stehen, von links nach rechts. Wichtig beim Drive-Flip ist auch noch, dass ihr mit dem vorderen Fuß den Drive-Flip richtig rauskickt. Das heißt, ihr wollt nicht irgendwie nur so machen, dann wird es nämlich nichts, ihr müsst ihn richtig rauskicken. Auch wenn ihr hier zum Beispiel auf dem 180 zufahrt, dann kickt ihr ihn richtig nach oben und dreht euch und landet halt wieder drauf. So, für den Drive-Flip gibt es eigentlich nur einen Übungsschritt, soweit ich weiß. Und den zeige ich euch jetzt mal. Und zwar fahrt ihr die 180-Rampe hoch, sozusagen, also fahrt an, dreht den Drive-Flip, springt ab, landet einmal, dreht ihn weiter und fährt wieder drauf. Ich zeige euch das einmal schnell. Das macht ihr und in der Mitte euer, wo ihr ganz kurz die Füße aufsetzt, das versucht ihr immer kürzer zu machen, dass es am Schluss nur noch so ein ganz leichtes Auftippen ist. Und jetzt gehe ich mal mit meinem Freund, dem Kameramann, Vitus, vielleicht kennt ihr ihn auch, gehen wir jetzt mal in die andere Halle und zeigen euch Drive-Flip-Variationen im 180 und straight.